Servus an alle Einachse-Freunde. Heute zeige ich euch mal, wie man den 28.0er startet, wenn er kalt ist. Zur Info, der hat den Berning-Motor DE7 mit 8 PS. Ja, den startet man mit der Zündlunte hier. Das Zündfix. Wie sie aussieht. Das sind solche Zündröllchen. Und hier hinten ist eine Schraube und da kommen die rein, aber das zeige ich nachher alles noch. So. Und weil, man kennt es ja, normalerweise glüht man ja einen Diesel vor, wenn er kalt ist. Wenn es jetzt richtig kalt ist bei der heutigen. Aber die, wenn die kalt sind, braucht man das auch. Die haben ja keine Elektrik, also keine elektrische Anlage. Deswegen eine Zündlunte rein. Und die, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute jetzt mal, die reagiert mit dem Diesel und dann fängt es an zu glühen. Das Phosphor, ich glaube, dass da Phosphor drin ist oder so. Und da so wird dann geglüht und dann explodiert der Diesel und dadurch gibt es eine Zündung. Dann springt er an. So, fangen wir mal an. Na hier, auf Vollgasstelle. Die Starthilfe einschalte. Dann kommt hier hinten der Dreher raus. Und so sieht das Teil von unten aus. Da haben wir dann die Zündlunte rein. Wollen wir machen. Nehme ich mal einfach raus. Ja. Und hier die jetzt auch rein. Man muss auch immer gucken, die darf nicht in den Motor reinfallen. Auf keinen Fall sitzt jetzt fest. Weil sonst klemmt sie sich durch ein Ventil. Zwischen das Ventil und dann kracht es ab. Dann kann man verlegen. Ja, jetzt soll man auch vorkurbeln. Ich stelle euch mal dahin. Wie gesagt, ich nehme noch Video auf mit dem Tablet und das ist noch nicht so. Ja, muss ja noch eine Kamera mal bewegen. Ob man sieht es. Immer noch vorkurbeln, bis Sprit ankommt. Kommt. Jetzt kommen die Zündlunte hier rein wieder. Reingeschraubt. Gehebt. So. Hand fest. Jetzt Dekompression. Und dann gib ihm. Schon läuft sie. Mit der Gitarre springt sehr gut an. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr abonniert, Like da lasst und einen Kommentar da lasst. Bis dann.